Ja, herzlich willkommen zum More Than Pretty Interview mit Elisabeth Schoft. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit ihr ein Gespräch zu führen. Sie ist Leiterin Marketing und Presse beim Fontis Verlag in Deutschland und der Schweiz. Und im Juni erscheint ihr Buch Leiten auf Weiblich. Und ja, darüber werden wir dann auch noch mehr sprechen und von ihr hören, was sie dazu auch bewegt hat, das zu schreiben. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Elisabeth. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es einleitend gesagt, du bist Leiterin Marketing und Presse beim Fontis Verlag. Kannst du uns ein bisschen Anteil geben, was dich denn genau am Leiten fasziniert? Ich habe da gestern schon ein bisschen drüber nachgedacht, was fasziniert mich eigentlich. Ich weiß es gar nicht, ich mache es einfach. Also ich habe erst relativ spät herausgefunden, dass ich tatsächlich ein Macher bin und jemand, der leidenschaftlich einfach gern Dinge tut. Und je leidenschaftlicher man sie macht, desto schneller kommt man in Verantwortung, habe ich manchmal das Gefühl, weil man aktiv dann Dinge verändert oder einfach involviert ist. Und ich glaube, das finde ich faszinierend, dass man Teil von etwas ist, auch Teil etwas Größeren ist und man einen aktiven Part hat darin, etwas zu bewegen, zu verändern. Und die Verantwortung, die nehme ich gerne wahr, aber ich merke, ich mache das gerne zusammen mit anderen. Also ich habe früher Querflöte gespielt und gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und hatte immer den Gedanken, ich würde irgendwie gern in einem Orchester spielen, hauptberuflich. Habe mich dann dagegen entschieden, aber dieses Bild vom Orchester ist mir ein bisschen im Kopf geblieben, dass es eben nicht nur die eine Querflöte braucht, weil nur eine Querflöte irgendwann langweilig ist und auch 10 Querflöten kann man auch nicht hören. Es braucht halt noch ganz viel mehr und andere. Und habe dann gedacht, wer wäre ich in diesem Orchester-Setting? Wenn man dann oft den Dirigenten sieht, der so die Fäden zusammenhält und jetzt so koordiniert. Ich habe gedacht, ich bin eigentlich eher wie so die erste Geige. Also ich übernehme gern aktiv Verantwortung, aber ich füge mich gerne ein und bin auch Teil von etwas. Und das finde ich spannend, dass man das kombinieren kann beim Leiten. Genau. Und gleichzeitig auch sieht, wie andere Menschen ihre Potenziale heben können, vielleicht weil ich an sie glaube oder weil ich sie ermutige oder so. Also das Zusammenspiel, das finde ich auch noch ganz spannend. Das ist cool, dieses Bild des Orchesters, jeder Teil, der einen wichtigen Beitrag hat, aber nicht nur gleich. Was würdest du denn sagen? Dass du es vorhin gesagt, du machst einfach, du leitest einfach, so bist du vielleicht auch in vieles so hineingerutscht. Welche Erfahrungen haben dich aber so als Leiterin geprägt, dass du jetzt diese Leiterin geworden bist, die du bist? Also zum einen sind es meine eigenen Erfahrungen, die ich mit Leitern oder mit Vorgesetzten gemacht habe. Also da war alles dabei. Also ich hatte Chefinnen und Chefs, die so, was sie mir gesehen haben, Potenzial oder gemerkt haben, mit der kann man arbeiten, die mich gefördert haben. Und gleichzeitig hatte ich aber auch Vorgesetzte, wo ich hatte fast schon Angst, ins Büro zu gehen oder Angst, was falsch zu machen oder dass man bloßgestellt wird, weil man es nicht hinkriegt. Gerade als jemand, der noch jung im Berufsleben steht. Und da habe ich mir gedacht, das will ich nicht. So will ich nicht sein. Und es muss auch einen anderen Weg geben, wie man leiten kann. Also diese Erfahrungen waren prägend. Die einen, die was sie mir gesehen haben, und die anderen, die mich so behandelt haben, auch als Mitarbeiter, wie ich es eigentlich nicht machen möchte, wenn ich dann mal dran bin. Und zum anderen habe ich sehr viel praktische Erfahrung gemacht, indem ich mich einfach dann zur Verfügung gestellt habe. Ich habe, als ich, war ich 23, jetzt bin ich 31, das ist schon ein bisschen her, aber mit 23 habe ich
die Leitung von einer, bin ich Chefredakteurin geworden von einer Jugendzeitschrift, die ich ehrenamtlich 6, 7 Jahre geleitet habe. Und das habe ich eigentlich nur gemacht, weil es sich niemand anderes gefunden hat. Und weil es mir so wichtig war, dass ich wollte, okay, jetzt muss ich vielleicht aus meiner Komfortzone raus, dann muss ich es ja halt selber machen. Und das war immer dieser Sprung ins kalte Wasser, wo ich dann aber gemerkt habe, also ich kriege das ja hin. Also ich kriege gute Rückmeldungen, ich kriege Feedback, das mich weiterbringt. Und so bin ich einfach dann einen Schritt nach dem anderen gegangen, ohne das Ziel, ich will jetzt leiten oder Abteilungsleiterin werden oder was auch immer. Genau. Und so war das jetzt mit meinem jetzigen Job auch. Da habe ich es einfach gewagt, habe die Verantwortung übernommen und ja, das ist Learning by Doing. Also ich würde auch nicht sagen, ich bin fertig. Man ist zwar jetzt irgendwie Leiterin und man macht es, wie man es für richtig hält, aber genau. Noch lange nicht am Ende. Sind wir wahrscheinlich nie, gell? Nee. Du schreibst in der Einleitung deines Buches auch von deinen Eltern, wie sie auch Vorbild für dich waren. Inwiefern spielte das auch das direkte Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, für eine Rolle? Also meine Eltern haben beide schon immer Vollzeit gearbeitet. Also ich kannte das nicht anders, also seit ich mich erinnern kann. Und sind sehr aktive Menschen, auch so Machertypen, die einfach, wenn sie eine Not sehen, die engagieren sich. Und meine Mama hat über 30 Jahre lang eine Abteilung geleitet in einem Krankenhaus. Die war medizinisch-technische Assistentin und hat dann 4, 5 Frauen geleitet. Und mir ist erst jetzt, wo ich selber leite, ist mir das aufgefallen, wie krass das eigentlich ist und wie viele Jahre sie das gemacht hat. Auch schon als ich bin jetzt 31, also schon auch kurz nachdem es mich gab, also mit Kind und Familie und allen Pflichten, die damit zusammenhängen. Genau, das fand ich jetzt eigentlich erst im Nachhinein beeindruckend. Ich kannte das ja nicht anders. Genau, also war das für mich wie normal. Und sie haben mich auch nie gehindert zu leiten und haben nie gesagt, oh, also überleg dir das mal, ob du das kannst, sondern haben mich da immer unterstützt und genau. Papa ist genauso, der hat auch Abteilungen geleitet. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, es liegt im Blut oder in der Familie. Das glaube ich nicht. Es ist einfach nur, was man so vorgelebt bekommt, was einem eigentlich ein Alltag ist. Ja. Wurde dir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt trotzdem oder so dieses? Das kann sein. Ich habe mich aber lange nicht als Leiterin gefühlt. Mhm. Ich habe einfach Dinge gemacht, die mir wichtig waren oder Verantwortung übernommen, wenn es dran war, aber ich bin nicht der dominante Typ, der in jeder Gruppe jetzt hier immer alles schön präsentieren möchte oder der immer die Ansagen macht, sondern also ich entspreche nicht dem typischen Bild von einem Leiter, was man vielleicht so hat. Und deswegen habe ich das lange nicht erkannt und vielleicht auch eingesehen, dass ich da vielleicht doch auch Potenzial habe. Genau. Dich denn so das erste Mal als Leiterin gefühlt oder wann hast du bemerkt, ich bin ja eigentlich eine Leiterin? Wahrscheinlich schon, als ich die Chefredaktion übernommen habe. Da war ich auch das erste Mal, ich war gezwungen dazu, eine Position einzunehmen und wie so aus der Masse, in der ich, also ich sag mal Masse, als Teil von einer Gruppe mich irgendwann rauszuheben und zu sagen, so jetzt bin ich die Chefin, ohne das komisch zu meinen, sondern einfach, ich muss jetzt eine Ansage machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es keiner. Und eine Situation war, wir hatten so ein Redaktionstreffen und es gibt ja immer relativ strengen Zeitplan. Und ich wusste, wir müssen jetzt essen, wir müssen jetzt mal rausgehen oder irgendwas. Und es hat aber keiner hat sich bewegt. Alle haben so ein bisschen erzählt und gequatscht. Und ich habe gedacht, warum? Warum? Die wissen doch, wann es losgeht. Warum muss ich denn das sagen? Ich habe ja einen Plan gemacht vorher. Und dann ist mir aufgegangen, wenn ich will, dass Leute mir folgen, dann muss ich aber selber losgehen. Dann muss ich vorangehen. Und da hat es Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, jetzt kommt es auf mich an, auf mein Leiten und meine Aktion. Ich kann mich jetzt nicht mehr zurücklehnen und sagen, ja, wird jetzt schon jemand anfangen, sondern musst du da aktiv werden. Ja, das war so ein
Erstes Lernfeld. Sehr spannend sein. Ein paar Momente. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe eingangs dein Buch erwähnt, das im Juni erscheint, Leiten auf weiblich. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was dich denn bewegt hat, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Also eigentlich, ich würde sagen, es ist ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, weil ich in dieser Situation war, als man mich gefragt hat, ob ich jetzt mir vorstellen könnte, da die Abteilung zu leiten. Da habe ich gedacht, oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Muss ich mir jetzt einen neuen Hosenanzug kaufen? Muss ich mich anders verhalten? Wie mache ich jetzt klar, dass ich jetzt hier Abteilungsleiterin bin? Kann ich mich da irgendwie vorbereiten? Und ich hatte 2 Wochen Urlaub und habe dann die Buchhandlung durchstöbert und habe gedacht, so, jetzt brauche ich aber ein Leiten für Dummies und für Frauen, weil ich weiß gar nicht, wie genau ich das jetzt am besten beginne. Und das war eher so der Moment, wo ich dachte, wenn es das nicht gibt, was ich gebraucht hätte, dann schreibe ich selber. Und habe dann überlegt, wen kenne ich eigentlich oder welche Frauen kenne ich, die leiten in der Wirtschaft, nicht nur in Kirche, die aber gleichzeitig ein explizit christliches Weltbild haben. Ja, also ich meine, als Deutscher fällt einem Angela Merkel ein, aber das dann hört es auch bald auf. Und das fand ich eigentlich bezeichnend, dass es natürlich gibt es Frauen in der Kirche, die leiten, es gibt Frauen in der Wirtschaft und Politik, die Verantwortung übernehmen, aber von wem weiß ich, dass da ein christlicher Wertekodex dahinter steckt. Und mich hat interessiert, wie genau leite ich jetzt denn als Frau, als Christin? Und die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, ist, darf ich das überhaupt als Frau? Und die Fragen wollte ich mir nicht nur selber durchdenken und beantworten, sondern eigentlich mich an die wenden, die schon ein paar Jahre Erfahrung haben. Und deswegen habe ich Frauen mit ins Boot geholt, die schon ein bisschen länger leiten als ich, und habe sie zu bestimmten Themen gefragt, die ich wichtig fand. Und habe quasi ihre Weisheit mit angezapft. Wenn dieses Buch ist eigentlich, ja, es ist eine Suche nach Weisheit, nach diesem, wie werde ich einer Leiterin, der man gerne folgt. Genau, und das habe ich versucht, habe ich dann zusammengeschrieben und dachte, das interessiert vielleicht auch noch andere. Genau. Cool. Ja, es klingt ja, also ich habe da mir kurz die Titel auch angeschaut und das ist ja sehr praktisch. Also wirklich so, sind das so diese Themen eben, hast du dir da einfach überlegt, eben, was hättest du gebraucht und dann hast du darüber geschrieben. Also wirklich praktisch. Genau, ja. Ich habe das für mich versucht, irgendwie zu strukturieren. Ich wusste gleichzeitig, ich kann keine theoretischen Abhandlungen verfassen mit nur 2 Jahre oder 3 Jahre selbst beruflicher Leitungserfahrung. Das ist ja doch anders, als wenn man mit Ehrenamtlichen oder ehrenamtlich leitet. Genau, und deswegen habe ich gedacht, ich will diese Sachen selber wissen. Ich will wissen, wie kann ich mir Respekt verschaffen? Oder wenn man selbst noch recht jung ist und man dann anfängt, ich war 28, als ich angefangen habe, eine Abteilung zu leiten, da möchte der eine oder andere meinen, man ist noch in den Kinderschuhen und man muss sich sicherlich auch beweisen. Und ich wollte wissen, wie mache ich das, ohne dass ich den Ellenbogen so ausfahren muss. Ohne dass ich jetzt so tun muss, als ob ich jetzt, nur weil ich eine andere Position habe, immer anderes bin. Und wie leite ich, dass es für mich passt und nicht irgendwas kopiere, was ich irgendwo gesehen habe, aber eigentlich merke ich, so bin ich gar nicht. Genau, und diese Fragen habe ich auch anderen Frauen gestellt und sie mir selbst ein bisschen beantwortet. Genau. Das ist super spannend. Kannst du dann am Schluss noch kurz sagen, wie man das Buch bekommt? Dann? Ja. Also der Titel Leiten auf weiblich impliziert, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männer. Mhm. Was würdest du dann sagen, was unterscheidet Frauen und Männer im Leiten? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, auf die man keine eindeutige Antwort findet, weil
Also mir ist diese Frage auch begegnet in meinem Interview- und Schreibprozess. Da haben einige Autorinnen und Autoren auch gesagt, es gibt gar keine weibliche Leitung. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt schlecht, ich schreibe ein Buch drüber. Und dann habe ich gedacht, die haben das begründet und haben gesagt, ein guter Leiter sollte universelle Fähigkeiten haben und das sollte egal sein, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Quasi geschlechtsunabhängig. Und das glaube ich auch, dass das so ist. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Frauen, dass man, wenn man im Klischee spricht, dass Frauen doch eine andere Art haben als Männer. Gleichzeitig ist dieses Klischee natürlich ein bisschen zu kurz gedacht. Also nicht jede Frau ist beziehungsorientiert und immer schön nett und zurückhaltend. Und nicht jeder Mann ist nur dominant und lässt so das Alpha-Tier raushängen, sondern es gibt ja auch genau die anderen und die Bandbreite ist ja doch sehr groß. Das heißt, Leiten auf weiblich ist für mich eher so der Punkt, man sieht es nicht. Es kommt eigentlich so selten vor und genau deswegen muss man den Blick darauf hinwenden, dass es eben Frauen auch braucht in der Leitung. Bücher für Männer zu Führungsfragen gibt es zur Genüge. Es gibt auch für Frauen genügend Führungsbücher, aber keinen mit meinem, mit dem christlichen Blick. Gleichzeitig ist die andere Frage, müssen sich Frauen und Männer denn unterscheiden, um zu leiten? Da habe ich heute auch, gerade heute einen guten Podcast gehört von Sabine Fürbringer von Campus We, die auch auf diese Frage eingegangen ist und das hat sie auch gesagt. Dass man diese Trennung auch ein bisschen künstlich erschafft, um das irgendwie abgrenzen zu können. Aber eigentlich existiert sie nicht. Und zum anderen, es gibt ja tatsächlich Studien, die zeigen, dass Geschäftsetagen mit einem Frauenanteil erfolgreicher sind als ohne. Und das heißt, Frauen verändern schon allein durch ihre Anwesenheit Atmosphären und sie verändern auch die Art der Zusammenarbeit. Deswegen brauchen Frauen auch eine gewisse Art von Tool an die Hand. Aber diese Unterschiede, wie Frauen und Männer leiten, lassen sich eben nicht allein durchs Geschlecht begründen. Mhm. So. Gleichzeitig ist das, was wir an Leitung sehen, ja doch oft männerdominiert. Also wir sehen, wie unsere Chefs sich verhalten, wir sehen, wie die so ihre Rangkämpfe haben und dann ist es eigentlich nur gut, dass wir als Frauen überlegen, wie will ich eigentlich leiten? Will ich das auch, wenn ich dann dran bin? Und dass man einfach eine Leitung findet, die sich gut anfühlt für einen. Genau. Ja, kannst du uns vielleicht ein paar Einblicke geben in dein Buch, was eben für uns Frauen, eben vielleicht auch solche, die am Anfang stehen oder solche, die eben ständig nach Weisheit suchen und lernen bleiben wollen. Was ist für uns besonders wichtig im Leiten? Eine Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass ich nicht versuchen muss, everybody's darling sein zu wollen. Dass ich die Spannung aushalten muss und lernen kann, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen. Haben die auch Platz im Arbeitsumfeld? Und wie manage ich das? Und verändert sich meine Rolle, wenn ich Leiterin bin? Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, mit der war ich vorher gut befreundet. Jetzt bin ich Abteilungsleiterin geworden und sie nicht. Kann man so eine Beziehung noch so führen oder nicht? Oder wie genau bereite ich mich jetzt auf diesen Schritt vor? Muss ich jetzt auf einmal mit dem Kostüm zur Arbeit gehen, obwohl ich sonst leger bin? Oder so Sachen. Die sind, glaube ich, wichtig zu beachten und darum geht es auch. Wie kleide ich mich? Mode, es ist ein Frauenbuch, da muss auch Mode mit drin vorkommen. oder den eigenen Stil finden eigentlich eher.
Ja, von was träumst du? Ich nehme an, du hast dieses Buch mit deinem Traum oder einer Vision geschrieben. Von was träumst du, was dieses Buch bewegen wird? Ich träume davon, dass Frauen sich dieses Buch, dass sie es lesen und dass sie es angucken und denken, hey, also wenn die leiten kann, dann kann ich das auch. Dass das Leiten nicht so was ist, was so besonders ist oder was Menschen besonders macht, oder man denkt, oh, wenn die leitet, dann ist die bestimmt besonders gut, weil sonst würde sie ja nicht leiten, sondern dass sie sich, dass Frauen sich trauen, das zu tun, dass sie es auch ausprobieren, dass sie merken, dass ihre Stimme, die Perspektive, die sie einnehmen, die Blick, die Wahrnehmung und so, dass das wichtig ist und dass das auch seinen Platz findet und Gehör finden sollte. Und dass sie einfach ja eben ihr Potenzial entdecken und mutig sind, mutig sie selber sind, ohne jemanden nachmachen zu wollen, ohne so zu leiten wie Männer, sondern und man wird jetzt zu so einer sehr dominanten Ellenbogenfrau, sondern dass das sich natürlich anfühlt und dass es sich eigentlich auch viel mehr Frauen zutrauen. Und dass sie Schritte gehen und ihren Alltag vielleicht auch so umstellen, dass sie es auch rein, ist ja manchmal eine organisatorische Frage, dass es möglich ist. Genau. Und ich glaube, ich würde mir auch wünschen, einfach in dem christlichen Umfeld, dass sich ja doch noch manchmal fragt, dürfen die das eigentlich? Aber in der Bibel steht doch was ganz anderes, dass man da sagt, dass man da seinen Platz auch da einnehmen kann und sagen kann, ja, ich darf und ja, ich bin so geschaffen und Gott hat mich genauso gemacht. Und diese Fähigkeiten nicht zu nutzen, wäre für alle extrem schade. Genau, das wünsche ich mir so, dass ja, dass viel mehr Frauen einfach ihre Möglichkeiten wahrnehmen. Ja. Etwas, das ich bei der Einleitung, das hat mich schon gepackt, das geschrieben. Wir feiern oft Babyshowers und irgendwelche Hochzeiten und diese Etappen, aber wir feiern sehr wenig, wenn eine Frau befördert wird. Und lasst uns einander mehr feiern. Dieser Gedanke, das hat bei mir wirklich angeklungen, weil ich denke, ja, genau um das geht es, dass wir einander feiern, auch in diesen eben mutigen Schritten, die wir gehen. Ja, genau. Sehr cool. Ja, kannst du uns zum Schluss vielleicht noch sagen, ich weiß, wie lange warst du daran, dieses Buch zu schreiben? Also der Prozess, der gedankliche, der ist schon, habe ich schon vielleicht 1,5, 2 Jahre mit mir rumgetragen jetzt. Aber geschrieben habe ich am Ende nur ein paar Monate. Also Also was ist so, eben wenn du jetzt vielleicht zurückschaust, diese Phase, diese 1,5, 2 Jahre, wo das Buch entstanden ist, was ist anders in der Art, wie du leitest? Was hast du gelernt über dich, als Person, aber auch über Leiterschaft im Allgemeinen? Ich habe viel mehr gelernt, wie ich gut und gerne arbeite und wann ich das tun kann. Und dass ich gemerkt habe, auch meine Mitarbeiter haben Zeiten, in denen sie produktiver arbeiten und nicht so produktiv. Und ich habe gelernt, ja, gnädig mit mir selber zu sein. Also einen hohen Anspruch, den man an sich hat oder an seine Arbeit. Der ist gut und der ist wichtig. Und gleichzeitig darf man aber auch mal sagen, so jetzt ist es gut. Und diese Gnade möchte ich auch, also meinen Mitarbeitern ja auch geben. Also dass sie sagen können, dass ich auch sagen kann, das ist eine gute Arbeit, die du gemacht hast. Wir lassen das jetzt so. Genau, die sich selbst gnädig sein. Auch darauf zu achten, auf sich selber zu achten. Ich glaube, das ist, habe ich erst beim Schreiben gemerkt, dass ich schon einige Situationen hatte in den letzten Jahren auch, in denen ich nicht so nach mir geguckt habe, wie der Schweizer sagt. Ne? Also nicht so richtig geguckt habe, geht es mir mit all dem gut und ich viel Energie und Kraft verwendet,
und habe sie aber auch gebraucht und erst hinterher gemerkt, wie es mich angestrengt hat und dass ich schon knapp mal an einem Burnout oder irgendwas vorbeigeschrabbelt bin. Und sich das einzugestehen im Rückblick, dass es irgendwann nicht mehr reicht, wenn man sich ein Schaumbad einlässt, sondern um zu entspannen und um runterzukommen, sondern es braucht dann irgendwie mehr. Und gleichzeitig, das ist auch genau der Punkt, wo die geistliche Komponente ins Spiel kommt. Es gab auch in diesem Schreibprozess einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt alles gegeben, was ich konnte, aber ob es reicht, weiß ich nicht. Und dann musste ich auf eine göttliche Inspiration hoffen, auf Kraft, auf irgendwie wieder Ermutigung und Trost. Und darauf kann ich auch im Leiden bauen. Und damit kann ich auch rechnen, dass Gott mir das schenkt, dass er mir seinen Heiligen Geist schenkt und ich eben weise Entscheidungen treffen kann, die für mich gut sind, für meine Mitarbeitenden, für die Firma oder einfach das Projekt, in dem ich arbeite. Das vergisst man, glaube ich, viel zu oft, dass man nicht alles alleine schaffen muss. Und als Leiterin hat man das Gefühl, man muss das alles alleine machen, weil man ist ja verantwortlich. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich darf das abgeben. Und ich weiß noch, es gab eine Situation, da war ich kurz vor meiner Deadline. Ich hatte ein paar Tage bei meinen Eltern verbracht, bin nach Hause gefahren im Zug. Und ich wusste genau, ich muss jetzt noch hier dies und das Kapitel schreiben. Und alles, was ich tun konnte, war heulen, weil ich gemerkt habe, ich kann das einfach nicht mehr. Also es ist ein sehr hoher Druck gewesen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass Gott mir gesagt hat, ich mache das für dich, wenn du das nicht mehr kannst. Und ich gebe dir die Kraft und du kannst das. Und ich gebe dir ein, was da rein soll. Genau, und am Ende hatte ich auch nicht mehr viele Möglichkeiten, außer mich darauf zu verlassen und das auch in Anspruch zu nehmen. Genau, ich glaube, das will ich nicht missen, dass man sich auf was Größeres verlassen kann als man selber und es am Ende nicht um mich geht, sondern es geht um Gott, es geht um die Leute, die ich führe und es ist auch unerheblich, ob ich jetzt mich anstrenge oder nicht. Gott kann mich als Leiterin gebrauchen, auch wenn ich Fehler mache und auch wenn ich menschlich bin. Und er gleicht das aus. Wow. Das heißt, dass wenn man dann das Buch liest, vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, am meisten hilft es, wenn man einfach mit Gott im Dialog ist und mit ihm spricht, wie man, was er in einem sieht, was für eine Leiterin man in seinen Augen ist. Cool. Ja. Du hast jetzt von einigen Learnings erzählt, hast du gewisse Gewohnheiten geändert? Also du hast zum Beispiel von Ruhezeiten eigentlich, die du eigentlich gebraucht hättest oder brauchst, hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, was du bewusst jetzt auch geändert hast, eben seit du vielleicht auch das Buch jetzt zum größten Teil fertig geschrieben hast? Ich muss mich jetzt sehr stark daran gewöhnen, nach der Arbeit oder vor der Arbeit nicht produktiv sein zu müssen. Also diese Phasen nicht mit was Sinnvollem zu füllen, die ich jetzt wieder frei habe, sondern sie einfach zu genießen, mich mal aufs Sofa zu legen, wenn ich nach Hause komme oder einfach Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Das vergisst man ja dann oft, weil man denkt, ich könnte ja die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen aber dass ich das nicht tue und das ist schwierig, finde ich, sich diese Zeiten nehmen. Ich versuche einfach ein bisschen mehr auch eine Balance zu finden zwischen Körper und Seele und Geist, also dass man das wieder in Einklang bringt, ne? Weil wenn man viel schreiben muss, dann bewegt man sich nicht so viel und jetzt bin ich dabei, wieder ein bisschen auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Also ein bisschen das wieder aufzuholen, was ich vernachlässigt habe. Also genau. Und beim nächsten Mal, glaube ich, würde ich früher anfangen, im Sinne von mich nicht unter Druck zu setzen, sondern mit einer gewissen Entspanntheit ranzugehen. Ich habe natürlich vorher Bücher gelesen,
wie man diesen Prozess durchläuft. Und das wurde alles schön beschrieben, dass es dann mal eine Phase gibt, wo man denkt, ach, jetzt lasse ich das alles. Und dann, aber gerade in diesen Phasen man eben die Ruhezeiten nicht vernachlässigen sollte. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe dann am Schlaf geknapst und dann an anderen Dingen. Genau. Aber ja, es ist ein Lernprozess und da bin ich auch noch nicht fertig. Aber eigentlich cool, jetzt ja, mit diesen Learnings dann auch vielleicht schon mal in einiger Zeit in ein nächstes Buchprojekt zu gehen. Ja, genau. Genau. Ja, eben, das Buch erscheint im Juni. Wo bekommt man das? Wie kann man vorgehen, wenn man dieses Buch haben möchte? Also man kann es direkt über den Verlag bestellen. Das erscheint beim Neukirchner Verlag. Aber es ist auf jeder gängigen Plattform erhältlich. Natürlich am liebsten in der Lieblingsbuchhandlung vor Ort, um den lokalen Buchhandel zu unterstützen. Ich komme aus der Branche und deswegen weiß ich, wie schön es ist, in einem Buchladen das Buch zu holen und zu kaufen. Aber online ist natürlich überall möglich. Hey, super, vielen Dank, Elisabeth, dass du uns Anteil gegeben hast an diesem Leiten auf weiblich, an deinen persönlichen Erfahrungen, deinen Lernerfahrungen, dass wir auch von dir lernen konnten heute. Und ja, vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich bin überzeugt, dass es viele Frauen ermutigen wird. Danke für deine Zeit und deine Fragen.